Die 10 Punkte für uns auch heute wieder dabei, wenn der ASV 13 auswärts auf Fortuna 05 trifft. Ein Sieg wäre heute sehr wichtig, daher freuen sie sich auf ein hoffentlich spannendes Spiel. Von Beginn an herrscht ein hohes Spieltempo am Feld. Man merkt, dass sowohl Fortuna als auch ASV ein schnelles Tor erzielen wollen. Dies gelingt dem Gastgeber dann in der 11. Spielminute. Das Spiel bleibt schnell und hektisch, aber ohne klare Torchancen, bis zur 44. Minute. Und die nutzt ASV-Stürmer Julian Dorek zum 1:1. Mit diesem Resultat geht es auch in die Kabinen. Am Weg dorthin bekommt ein Fortuna-Spieler wegen Unsportlichkeit die rote Karte. Die zweite Halbzeit beginnt denkbar schlecht für die Hietzinger, die durch einen unnötigen Elfmeter in der 47. Spielminute mit 2:1 in Rückstand gehen. Der ASV gibt sich nicht geschlagen und drückt auf den Ausgleich. Doch die Döblinger verteidigen geschickt und stellen in der 88. Spielminute auf das spielentscheidende 3:1. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie war das Spiel heute für Sie? Erstmals danke. Ja, ich sage, es waren 90 Minuten sehr schwere Arbeit, weil wir uns das Leben sehr schwer gemacht haben. Wir sind 1:0 in Führung gegangen, haben dann versucht, das zweite Tor nachzulegen. Ist uns nicht geglückt. Kurz vor der Halbzeit haben wir es 1:1 gekriegt. Sage ich mal, der Zeitpunkt war nicht ideal und dann eine unnötige gelb-rote Karte in der Halbzeit noch, was natürlich für die Mannschaft auch nicht so gut war. Zweite Hälfte wollten wir es 2:1 machen. Durch das 2:1, kurz nach der Halbzeit, durch den Elfer, sind wir dann 2:1 in Führung gegangen, haben eigentlich das Spiel dann verwaltet, wollten auf unsere Konterchancen warten, haben relativ wenig zulassen und ich glaube, im Großen und Ganzen geht dann der Sieg auch in Ordnung. Wie fanden Sie persönlich die Leistung vom ASV 13 heute? Ja, wie gesagt, ich schaue eher auf meine Mannschaft. Ich will nicht viel von ASV 13 sagen. Ich glaube, wir haben relativ wenig Torchancen zulassen. Und ja, für mich ist wichtig, wie meine Mannschaft spielt und nicht unbedingt, wie die andere Mannschaft spielt. Wie geht es jetzt bei Fortuna 5 weiter? Ja, wie geht es weiter? Wir haben jetzt eine Woche, wo wir uns vorbereiten auf Hellas. Bei uns ist es halt so, daheim sind wir sehr stark, auswärts haben wir Probleme. Wir hoffen, dass wir das letzte Match jetzt auswärts dann noch einmal gewinnen können. Ja, man wird alles sehen. Auch für Ihre Mannschaft alles Gute weiterhin. Danke. Herr Fiala, heute hat es auch leider nicht geklappt. Woran ist es gelegen? Ja, dem einfach in der Halbzeit geht mit einem Mann mehr und nach 20 Sekunden einen Elfer gegen sich bekommt. Wenn man das macht und dann weiß man, der Platz ist klein, die stellen sich hinten rein und dann hast du noch, sag ich mal, 4 oder 5 Torchancen, machst keine, Ball wird auf der Linie abgewehrt, uns fehlt die Entschlossenheit, dann verlierst du ein Spiel. Obwohl du eigentlich aus meiner Sicht die bessere Mannschaft bist. Es war heute auch sehr hitzig am Feld, gell? Ja, gehört dazu. Ich denke, das ist auch normal. Aber ja, egal ob hitzig oder nicht. Ich meine, wir kommen aus der Kabine raus, nehmen uns vor, dass wir halt kein Gegentor bekommen, schauen, dass wir geduldig spielen und machen nach 20 Sekunden sowas, wo der durch 3 Leute durchgeht und dann fahren wir ihn, wo wir 3-gegen-1 Situation haben. Da erübrigt sich alles, jeder weitere Gedanke. Also das heißt, Sie werden Ihre Mannschaft auf jeden Fall briefen und fürs nächste Wochenende wieder gescheit vorbereiten, oder? Ja, vorbereiten auf jeden Fall gescheit. Nur wie ich sowas briefen soll, weiß ich nicht ganz. Also das ist dann einfach vielleicht ein Lernprozess, vielleicht auch Schläfrigkeit, ich weiß es nicht. Also da kann man als Trainer, denke ich, auch nicht viel machen, wenn man solche Aussätze hat. Aber trotzdem, Sie sind ja trotzdem sehr gut im Mittelfeld aktuell unterwegs mit dem ASV. Weiterhin alles Gute. Dankeschön.